Kennst du diesen Clip, wo Knossi und Monty im Lambo sitzen und Monty hat dann sagt, okay, wenn du ihn kaputt machst, bezahlst du ihn? Das werde ich natürlich nicht tun, ne? Du bist ja versichert. Oh Gott! Was geht? Es ist Winter und ich trage eine gottverdammte Sonnenbrille, weil ich mich irgendwie daran gewöhnt habe, ständig eine Sonnenbrille zu tragen. Friends und Francines. Kurz spontan Action. Max holt mich mit seinem Lambo ab und ich hoffe, dass ich eine kurze Runde damit fahren darf. Der müsste hier irgendwo auf der Straße stehen. Ist leider Gottes vorbeigefahren an unserem Büro. Ich muss jetzt so gefühlt einen Kilometer laufen. But yeah, ich bin mal gespannt, Alter. Das Auto hier gerade schon vorbeipacen sehen. Mal gucken, was das für eine Karre ist, Alter. Ich glaube, es ist ein Huracan. Nicht Performance, nicht Performante, den Amonte, Huracan, genau, ihr wisst schon. Also, keine Flügeltouren, ist kein Aventador, aber ey, zu Specs und allem drum und dran kommen wir gleich mal ganz kurz, wenn ich in der Karre sitze. Und yeah, bin mal gespannt, was für ein crazy Video das werden wird. Ich glaube, da vorne steht er sogar. Das sieht doch nach Max aus, Leute. Puh. Das ist doch mein Kollege iCrimex. Junge, Junge, Junge. Okay, Leute, iCrimex. OG. Was geht? Leute, schaut euch dieses Interieur bitte an. Das ist wirklich anders crazy. Ich sitze ja wie so ein Penner mit einer kaputten Hose drin, Alter. In so einem 260.000 Euro Auto. Wir haben gerade versucht, hier auf den Parkplatz zu kommen. Leider Gottes hat die Kölnmesse aka Gamescom nicht gegönnt. Müssen mal gucken, wo wir jetzt hinfahren. Wir wollen natürlich irgendwo auch mal ein bisschen ausprobieren, Leute. Ich gebe auch gleich mal ganz kurz von außen eine Ansicht. Aber hey, bis jetzt. Das ist halt ein krankes Handling. Also ich meine, der Max ist jetzt super, super vorsichtig gefahren. Ich glaube, du hast gerade eben gesagt, du bist noch nie über 120 gefahren. Nee, ich bin noch nicht schnell gefahren. Crazy, finde ich aber auch korrekt. Aber man unterschätzt so ein Auto wirklich Todesmann. Das geht so schnell, wenn man sich damit zerlegt. Wirklich, da muss man richtig, richtig vorsichtig mit sein. Wir fahren hier gerade so ein bisschen Messehalle Köln rum und schauen gerade. Ich bin gerade ganz am überlegen, ob es irgendwo Industriegebiet, irgendwo. Es gibt ein paar große Betonflächen, so wie hier zum Beispiel, aber die sind nicht immer auf. Ansonsten einfach auf den Schulhof fahren, oder? Also einfach durchs Tor. Ich meine, der ist ja voll passiert, der Wagen, oder? Klar. Perfekt. Vielleicht finden wir was, Leute. Wie gesagt, bisschen schwierig gerade in Köln. Wie oft wirst du schon angehalten? Hast du gesagt, zweimal? Zweimal jetzt, ja. Insane, Mann. Weil man aber auch sagen muss, ich bin den Wagen jetzt dreimal gefahren. Und das ist schon eine gute Statistik, Alter. Das ist sehr stark, Alter. Das ist gute KD auf jeden Fall, ja. Junge, Junge, Junge. Belastend, Alter. Hey Leute, wir sind jetzt hier irgendwo einfach rangefahren. Schaut euch mal bitte dieses Auto an. Schaut euch mal bitte dieses Auto an, Leute. Sexuell gesehen ist er auf jeden Fall eine 1, Bruder. Das ist wirklich anders lecker, Alter. V10, Alter. Das hier, habe ich letztes Mal schon gelernt, ist irgendwie für die Schaltreihe der verschiedenen... Junge, Alter. Junge. Ey. Sieht das krass aus, Alter, wirklich. Guck mal von hinten, Leute. Das Auto... liegt so tief. Was sind das für Reifen? Wie viel Zoll sind das? Aber Digga, die sind ja überbreit, ne? Das sind ja Rennreifen, ne? Aber das Gute ist, verglichen zu meinem Auto, du hast hier keinen krassen Überstand mit der Felge. Das heißt, die Felge, wenn du die hier zerkratzt, dann musst du echt dumm sein, Bro. Wirklich. Also mach mal nicht. Okay. Schaut mal hier von vorne nochmal. Ich weiß, ihr habt das Auto schon alle 10 Mal gesehen, aber ich bin kranker Fan davon, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, für mich, wie gesagt, wäre es nichts, aber Max steht die Karre richtig, richtig gut, Alter. Komplett crazy. Wenn es für mich ein Lambo wäre, dann wäre es, glaube ich, für mich der Urus. Aber so alles, Alter. Also man sitzt doch wirklich sau bequem hier. Ich meine, man sitzt einfach wie ein König hier drin. Es ist super bequem. Man hat auch echt sau viel Platz. Gerade auf die hintere Sitzreihe ist mega geil. Also hier kann man auf jeden Fall echt 2 Kinder hinsetzen, wenn die extrem jung sind. Also Säuglinge kann man hier auf jeden Fall zwischenquetschen. So ein Embryo kriegt man da. Ja, richtig, genau. Hier ist ja so ein Embryo jetzt extra, ne? Hat Lamborghini echt gut gemacht, Mann. Zeig mal, Kofferraum vorne kannst du aufmachen? Kofferraum, ja, Junge. Da ist gar nichts im Platz, oder? Wasserkasten nicht, ne? Nee. Sixpack Bier vielleicht. Wir gucken mal kurz vorne in die Motorhaube. Motorhaube wahrscheinlich, oder? Ja, schaut mal hier. Also da kriege ich ja wirklich alles rein. Hier kriege ich meinen Koffer rein, wenn ich in Urlaub fahre. Dann hier hinten dann noch, klar, den Wasserkasten. Hier noch 2 Kindersätze. Also mega. Ach Leute, ich bin mal gespannt, ob Max vielleicht auch mal fahren lässt. Insane, Mann. Insane, Alter. Insane. Okay, Jungs, Mädels. Wir tauschen mal kurz Sitzplätze, Alter. Was funny ist, weil Max halt gar nicht weiß, dass ich meinen Führerschein halt seit 6 Monaten nicht mehr habe. Ich bin nämlich geblitzt worden mit 430 in der 40er-Zone und ja, habe auch schon das ein oder andere Millionenfahrzeug zu Schrott gefahren. Aber natürlich werde ich jetzt hier in... Oh, Bro, sitze ich schon anders entspannt, Alter. In anders entspannter Dänermanier werde ich jetzt hier, während ich natürlich ein Auto im Wert von einer 250.000 fahre, vloggen, Alter. Oh, Junge. Oh, Junge. Das ist zu krank. Oh, Alter, bis wie hoch darf ich drehen? Mach bis 5. Wo sehe ich die Umdrehung? Da. Oh, Junge, Alter. So, wie schalte ich den hier auf? Das ist jetzt wahrscheinlich Schaltung, nehme ich an, ne? Genau, du machst, ey, pass auf, hier machst du Rückwärtsgang. Perfekt, stell dir mal vor, ich würde direkt rückwärts gegen eine Wand ziehen, Alter. Okay, warte, erster Test, Trevi.
Wie macht man den ersten Gang bei einem Lamborghini rein? Bro, das sind wahrscheinlich die Schaltwippen, oder? Oh, nice, okay, sehr gut. Die rechte Schaltwippe. Aber der hat komplettes Automatikgetriebe, ne? Ja, ja, genau. Warte mal kurz eine Sekunde, ich muss ihn noch anschneiden. Kennst du diesen Clip, wo Knossi und Monte in Lambo sitzen und Monte jetzt dann sagt, okay, wenn du ihn kaputt machst, bezahlst du ihn? Ja. Wenn irgendwas an dem Auto zu Schaden kommt, bezahlst du. Das werde ich natürlich nicht tun, ne? Du bist ja versichert. Ja, aber du, die Frage ist, wie gut bist du versichert? Oh Gott! Okay, okay, mach langsam. Ich hab echt. Ich hab Angst, mein Riemen. Alter, diese Beschleunigung, das ist ja. Also, bist du schon mal davor ein Lamborghini gefahren? Überhaupt nicht. Okay. Überhaupt gar nicht, Alter. Ich kann auch gar nicht einschätzen. Wie breit ist das Auto ungefähr? Was hat das? 1,80? 1,85 oder sowas? Nicht. Also, der Wagen ist jetzt nicht mega breit. Hat sehr viel Ähnlichkeit mit dem GT von Lukas? Finde ich gar nicht. Findest du nicht? Finde ich gar nicht. Hassblicke. Digga, natürlich, Alter. Ich habe schon die ersten Hassblicke bekommen. Keine Sorge, Bruder, ich hasse dir auch. Ich hab einfach Angst. Ey, das ist aber. Guck mal, schau mal, ich fahr selber ja ein ziemlich teures Auto. Ja, wie viel PS hat der? Der hat 640 PS. Krank, Alter. Ich habe glaube ich 580 habe ich. Aber halt auf wie viel Tonnen? Ich glaube auf 2,3 Tonnen. Was ist der hier? Was ist das? Keine Ahnung, unter 2, glaube ich. Krank, Alter. Fährt sich aber sehr, sehr, sehr entspannter. Also wenn man jetzt wirklich das Gas nur so ganz leicht betätigt, genau. Voll easy, wirklich. Das ist also das Geile bei dem Huracan Evo, du kannst ihn extremst entspannt fahren. Ja, wirklich, also es geht voll fit, wirklich. Und das ist das Ding, Leute, der Sound hört sich an, als würden wir gerade 200 fahren, aber wir fahren gerade 30. Nee, das ist, also teilweise auch wenn ich mit 30 durch Ehrenstraße in Köln fahre, das ist so eine engere Straße, wer die kennt, ich krieg da Blicke von den Leuten. Ach, schon mal hier, Verfolgungsstopper, kennst du noch von Most Wanted? Ist doch so geil, ich bin saubesoffen, kein Führerschein dabei, perfekt. Super! Das ist wirklich Alltagsfahren, also das fühlt sich jetzt an, also der ist auch in der Lenkung gar nicht so unangenehm, Alter, ne? Nee, nee, jetzt sind auch gerade die Klappen zu, ich finde, da kann man den auch echt leise fahren, also, ja, was heißt leise, für einen Lamborghini leise. Du hast gerade schon gedacht, ich fahre das Auto rein, ne? Ja, ich war gerade schon. Ich stehe an so einer Kreuzung und er fährt so halb auf die Straße und da kommen Autos. Ich denke mir so, ja moin. Das war's komplett. Sport rein. Ihr merkt den Unterschied. Ganz, ganz anders. Ich traue mich nicht mehr durchzurutschen, Alter. Ich meine, hier ist sowieso 70 nur. Soll ich mal bis 5 drehen, mal ein bisschen Gas geben? Was sagst du? Das liegt okay, also da vorne ist die Straße. Komm, zeig mal. Mach mal. Aber nicht übertreiben. Nein. Also ich mach bei 200, höre ich auf, okay? Dein Paul, was für 200? Was für 200? Wie viele Umdrehungen waren das gerade? Halb aber nur. Okay, das war zu viel. Digga! Ich entspann mich, man unterschätzt halt wirklich komplett, Alter. Also ich glaube, Revi hat den Wagen gerade mehr getreten, als ich den bis jetzt getreten habe. Ich bin gerade selbst erschrocken. Ich habe den so noch nie gehört. Also das war gerade wirklich. Das ist wirklich, das klingt wie eine Hayabusa, wie ein Motorrad, Alter. Aber davon 10 Stück hintereinander. Und vor allem, geschaltet. Der beißt sich so in die Straße mit dem Alter, Rad. Hast du gemerkt? Digga, mir ist deine Kamera in die Fresse geflogen. Der wirklich gerade so. Klebt. Aber guck mal, so auf ganz entspannter Basis. Ich könnte jetzt so einkaufen, meine Kinder hinten in die Säuglingsnetze reindrücken. Ruhe da hinten. Mega stark, Alter. Also wirklich echt ein krankes Auto, Junge. Wie viele dumme Blicke und Kommentare hast du schon bekommen? Geht eigentlich, ja. Ich bin den ja jetzt noch nicht so lange gefahren. Ich sag mal, wirklich Leute, die so richtig diese verhassten Blicke, keine Ahnung, bekommt man halt schon jedes Mal, wenn man den Wagen fährt. Aha. Aber ich habe jetzt noch nicht so eine mega beschissene Aktion erlebt, dass mich irgendjemand krass beleidigt hat oder so. Was halt mir schon aufgefallen ist, dass Leute mir teilweise voll lang hinterherfahren, um den Wagen länger zu sehen. Das halt nervig. Oder da ist die Polizei. Da, jetzt geht's los. Bestimmt hat sich jemand hier von den Leuten gemeldet und sagt, hier fährt so ein Lamborghini die ganze Zeit im Kreis. Ja, lass mal, fahr mal hier weg, Bruder. Gar keinen Bock jetzt. Man ist halt paranoid in dem Auto, ohne Spaß. Man sieht Polizei und man. Weil ich wurde halt jetzt auch einfach schon zweimal mit dem Wagen rausgezogen, wegen den unnötigsten Sachen. Ist ja gar nichts passiert, aber die wollen halt einfach wissen, wer in dem Wagen drin fährt. Naja, ist halt so. Ist auf jeden Fall echt ein Spaßmobil, das kann man nicht anders sagen. Aber wie gesagt, ich wüsste nicht, wie ich mit so einem Auto im Alltag umzugehen hätte. Ich wäre wirklich sehr, sehr überfordert damit, Alter. Ja, ist ja auch kein Alltagswagen, ne? Muss man auch sagen. Allein die Komponente Bordstein und sowas, da wär ich schon raus, da hätte ich schon viel zu viel Schiss vor. Ja. Fahren wir hier auf dem Parkplatz, Alter, auf dem Lidl-Parkplatz. Einmal Sportmodus rein. Alter, das ist schon, wie gesagt. Oh, Wendekreis, sehr angenehm, Alter. Ja, der hat nämlich diese Rücklenkung. Oh, das ist aber krass. Alter, Max, Adrenalin, sein Vater.
Als ich da eben drauf gedrückt habe, Leute, ich sag's euch, Mann, ich sag's euch so, wie es ist. Vorbei, vorbei. Ich dachte, ich bin im Tunnel, ich dachte, ich wäre Knight Rider, wirklich, Mann. Also, nochmal kurzer Überblick über das Fahrzeug hier. Das ist wirklich einfach ein schönes Auto, Mann, kann man nicht anders sagen. Ist ein wunderschönes Auto. Alltagstauglichkeit, ja, wahrscheinlich zero, ne? Aber ganz ehrlich, ist es ein Spaßmobil, oder? Ja, ist 100%ig Spaß, ja. Und der hat auch ein ganz anderes Bodykit als der Performante, oder? Also, der Performante hat quasi nur hier dieses Teil ohne diese zweiten Schweller hier. Ja. Und quasi natürlich das Auffälligste ist der Heckspoiler. Der fehlt bei mir, den Heckspoiler habe ich nicht. Finde ich aber besser, finde ich viel schöner. Ich vermisse den Heckspoiler auch ehrlich gesagt nicht. Ansonsten das hier, halt. Das ist alles gleich. Zieh mal bitte rein, du siehst das. Ah, wie die Kamera beschlägt, Alter. Es ist auch sehr gesund, das einzuhaben, Leute, sehr gesund. Also alles im allen, Leute. Für mich wäre es, glaube ich, kein Auto, aber so an sich. Guck mal, das sind so Finis, wisst ihr, was ich meine? So, das sieht halt einfach wirklich sehr, sehr schön aus hier. Wie ist es mit Waschanlage bei dir? Schwierig, oder? Ich war bis jetzt noch in keiner Waschanlage. Ja, würde ich auch gar nicht machen. Ich würde so ein Auto auch gar nicht waschen. So ein Auto würde ich gar nicht erst fahren, einfach, Alter. Einfach nie, Handwäsche halt, ne? Handwäsche, Junge. Also, all in all. Handschuhfach checken wir hier auch mal aus. Ja, da ist genauso viel Platz wie im Kofferraum. Hast du mehr PS als Monte? Die haben gleich viel, 640. Okay, aber was hat deine an technischen Finessen mehr, dass du Monte damit abziehen könntest? Nee, eigentlich ist es egal, ob dein Auto besser ist, war es teurer. Nee, teurer ist der von Monte. Echt? Der Performante ist teurer, aber der Evo ist, meine ich, schneller, ja, weil er eben dieses intelligente Fahrwerk noch hat. Mhm. Also der ist technisch einfach auf einem neueren Stand. Also würdest du sagen, ihr würdet schon noch irgendwann rennen und die Fahrzeugpapiere machen? Oder? Ja, direkt. Perfekt. Leute, dann freuen wir uns darauf. Ich würde sagen, wir lassen Max noch mal ein bisschen cruisen und sehen uns später wieder. Bis dann. So, back in dem Office. Leo, kennt Leo, oder? Danke dafür, Bro. Ja, was soll ich zu dem Auto sagen, Alter? Ich habe schon alles, was ich brauche. Ich habe diesen kleinen Mistköter mehr. Mehr brauche ich nicht, ne? Du kleiner, dreckiger Hund. Leute, krankes Auto auf jeden Fall. Für mich, wie gesagt, eben schon auch gesagt, wäre nichts für mich. Aber Max, zu dir passt es voll, Digga. Ich gönn's dir hundertprozentig, Mann. Und hoffe, dass du auf jeden Fall die nächste Polizeikontrolle überlebst. Ja, Mann, was soll ich sagen, Alter? Check auf jeden Fall mal iCrimex aus an der Stelle. Und auf jeden Fall ein extrem entspannter Tag gewesen mit dir, Bro. Bis auf die Aktion, wo ich fast dein Auto kaputt gemacht habe, ist eigentlich alles super gelaufen. An der Stelle dann, grüß dich gerne raus, macht's gut, haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.